Ich lege gleich mal zu Beginn ein Geständnis ab. Ich mag die Pate-Trilogie von Francis Ford Coppola nie sonderlich. Zwar verstehe ich objektiv betrachtet den Kultstatus dieser Filme, mir waren die aber irgendwie allesamt zu langwierig, langweilig und ja, einfach viel zu lang. Außerdem, wer einmal Mafia des tschechischen Entwicklers Illusion Softworks gespielt hat, der will das Blei- und verschwörungsgetränkte Szenario rund um familienbewusste Dons, schicke Nadelstreifenanzüge und tödliche Betonblöcke an den Füßen gar nicht mehr anders erleben als so. Vorhang auf also für eines der, wie ich finde, besten Actionspiele aller Zeiten. Mafia. Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach ihn fertig! Ganz ehrlich, egal wie häufig ich Mafia nun schon gespielt habe, das Intro sorgt bei mir immer wieder für Gänsehaut. Und das auch heute noch, 12 Jahre nach dem Erscheinen des Spiels. Warum? Weil die orchestrale Musik so wahnsinnig unter die Haut geht. Weil diese mit tollen Kamerafahrten unterlegten Credits Kinoflair pur versprühen. Und weil mich dieses Intro sofort in die 30er Jahre zurückkatapultiert. Dreh- und Angelpunkt der Story ist Tommy Angelo, der sich in den 30er Jahren in einer fiktiven Stadt namens Lost Heaven als Mafioso verdingt. Wobei er das aus diversen Gründen gar nicht mehr will, weshalb er sich mit Detective Norman trifft, um einen Deal auszuhandeln. Tommy erzählt der Polizei alles rund um den Mafia-Boss Salieri und dessen Geschäfte und im Gegenzug erhält er Zeugenschutz. So bilden Tommys Erinnerungen und Rückblicke aufs Geschehen die Grundlage für die eigentlichen Missionen des Spiels, sowie eine der spannendsten und eindringlichsten Geschichten der Actionspielhistorie. Doch zuerst zu dem, was man in Mafia so den lieben langen Tag macht. In einem als Open-World-Erlebnis à la GTA konzipierten Spiel vor allem dies. Autofahren. Szenariokonform in schicken Oldtimern. Wobei Fahren ein großes Wort ist, Schleichen trifft's eigentlich eher, wie das halt so war vor 80 Jahren. Aber jetzt kommt's. Trotz dieser Schnarchkisten konnte man in Mafia tatsächlich zu schnell fahren. Zumindest wenn's nach der Polizei geht, die mir sofort hinterherpfeift, wenn ich mehr als 40 Meilen die Stunde auf die Nadel bringe. Bei einem Beamten, der wie hier zu Fuß unterwegs ist, kein Problem. Einmal um die Ecke gebogen gilt das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wehe, ich begegne in meinem, naja, Geschwindigkeitsrausch einem Streifenwagen. Dann heißt es entweder Gas geben und möglichst geschickt entkommen oder, was viel nerviger ist, anhalten, aussteigen, sich eine Standpauke anhören und einen Strafzettel kassieren. Spielerisch hat das allerdings überhaupt keine Auswirkungen. Ein persönliches Konto, aus dem er bezahlen müsste, hat Tommy nämlich nicht. Nerven tut's trotzdem, weil die Bullen wirklich allgegenwärtig sind und selbst kleinste Geschwindigkeitsüberschreitungen sofort ahnden. Da kann man schon fast froh sein, dass die Polizei nicht auch noch darauf achtet, ob man bei Rot anhält. Wobei die Burschen auf der anderen Seite enorm entspannt zu sein scheinen, wenn ich direkt vor ihnen die Straße blockiere, während Kumpel Pauli in dem Café nebenan fälliges Schutzgeld eintreibt. Was mich zu einer der größten Stärken des Spiels bringt, die so spannenden wie abwechslungsreichen Missionen. Da klaue ich am helllichten Tag sündteure Cabriolets von dezent zu reichen Bonzen, sabotiere auf Mafiosi-Art den Fuhrpark unserer Feindfamilie, kloppe Amateurgangster mit einem Baseballschläger zur Raison, weil sie es gewagt haben, sich in Salieris Gebiet breit zu machen, oder verfolge einen Konkurrenten, der sich Geld unter den Nagel gerissen hat, das eigentlich uns gehört. Dabei erzählt Mafia eine Geschichte, die in ihrer Erzählweise, Spannung und Intensität bis heute ihresgleichen sucht, vorangetrieben durch grandios, weil filmreif in Szene gesetzte Zwischensequenzen. Es beginnt alles in kleinem Rahmen. Tommy, einst ein hundsgewöhnlicher Taxifahrer, gerät eher zufällig in das Mafia-Milieu. Eigentlich will er ein rechtschaffender Bürger sein, frei nach dem Motto, lieber arm, aber am Leben, als reich und tot. Doch als ihn ein paar feindliche Mafiosi angreifen, bleibt Tommy keine andere Wahl, als die Beine in die Hand zu nehmen und bei Don Salieri Zuflucht zu suchen, für den er kurz zuvor, rein zufällig, zwei Mitarbeiter vor eben jenen Schlägern rettete, die ihm jetzt ans Leder wollen. Don Salieri wiederum erwidert diesen Gefallen mit der Aufnahme in die Familie und prompt sitzt Tommy, gekleidet im schicken Nadelstreifenanzug, im Hinterzimmer von Salieris Bar und hört sich an, was der Don als nächstes vorhat. Dann überschlagen sich die Ereignisse, jede Aktion hat noch folgenschwerere Reaktionen zur Folge und ich gerate immer mehr in einen Strudel aus Gewalt, indem ich es nicht nur mit Salieris Konkurrenten, den skrupellosen wie gnadenlosen Mafia-Boss Morello zu tun bekomme, sondern auch mit ansehen muss, wie jemand aus den eigenen Reihen die Familie zu zerstören droht, wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen. Keine Sorge, ich verrate nichts.
Jedenfalls gipfelt die Geschichte in einem furiosen Showdown sowie einem dramatischen Ende, das definitiv in Erinnerung bleibt und das ich mir in dieser eindringlichen Form häufiger in Spielen wünsche. Warum? Weil Mafia mehr als nur einmal die in einem solchen Szenario wichtige Frage nach der Moral stellt. Wann ist ein Tod gerechtfertigt? Ist Mord wirklich immer Mord? Und was ist wichtiger, die Familie oder das Leben irgendeines Menschen, selbst wenn es sich dabei um eine Frau oder gar ein Kind handelt? Je tiefer Tommy in diesen Sumpf aus Mord und Totschlag gerät, desto häufiger stellt er sich diese Fragen. Und ich mit ihm. Ist es wirklich gut, was ich tue? Grandios. Eine solch differenzierte Identifikation mit der Hauptfigur hatte ich in Spielen selten. Ich fiebere mit Tommy, grüble wie er, zweifle wie er und sehe mich mehr als nur einmal mit den oft finsteren Folgen meines Handelns konfrontiert. Ganz großes Erzählkino. Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werde es brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Das erreicht Mafia auch und vor allen Dingen durch seine toll gezeichneten Figuren. Da haben wir zum Beispiel Paulie, ein etwas hitzköpfiger, aber im Herzen guter Typ, der Tommy, wenn es brenzlig wird, stets den Rücken frei hält. Oder Waffenmeister Vincenzo, bei dem ich mich vor jeder Mission mit entsprechendem Gerät ausrüsten lasse und der mir immer wieder einen lustigen Schank aus seinem Leben erzählt. Oder der stotternde Ralphie, der zwar von allen in der Familie als naiver Dummkopf bezeichnet wird, aber absolut alles von Autos versteht und bei dem ich sukzessive mehr darüber lerne, wie man welchen Fahrbahnuntersatz knackt. Und nicht zuletzt Consigliere Frank, der ein wenig die Vaterfigur einnimmt und mit Tommy äußerst interessante Gespräche führt. Kurzum, Mafia ist mehr als nur die Aneinanderreihung cooler Missionen. Die Storyschreiber bei Illusion Softworks haben es geschafft, dem Ganzen einen nachvollziehbaren, von Anfang bis Ende spannenden und vor allem zum Denken anregenden Rahmen zu geben. Ich könnte nicht mal eine Handvoll anderer Spiele aufzählen, denen das in ähnlicher Brillanz gelungen ist wie Mafia. Dabei ist bei all dem Lob beileibe nicht alles eitler Sonnenschein in dem Spiel. Mafia hat nämlich einige Macken, die schon damals ganz schön genervt haben. Der Countdown rechts oben zum Beispiel, der bei zeitkritischen Missionen eingeblendet wird, der mir aber nicht wirklich verrät, wie viel Zeit ich denn nun eigentlich noch habe. Oder erkennt ihr das etwa? Oder die KI, die selten clever Deckung sucht und bisweilen zu merkwürdigen Guerilla-Aktionen neigt. Und ganz besonders schlimm, das Spiel liefert kein Trefferfeedback. Weder wird das Bild rot, wie man das aus Actionspielen so kennt, noch wird mir überhaupt angezeigt, aus welcher Richtung der Schuss kam. Dass ich getroffen wurde, bekomme ich lediglich durch die kleine Lebensanzeige links unten mit. Das macht die häufigen Schießereien oft unnötig frustig. Zumal ich sowieso häufig das Gefühl habe, dass ich Opfer von Programmierwillkür bin. Hier etwa. Wobei dieser erste Versuch noch nachvollziehbar ist. Nur 6 Leben, die Burschen kommen angerauscht, der Beifahrer ballert und trifft. Aber hier, Versuch 2. Ich ballere und ballere, die Typen ziehen vorbei und... Hä? Okay, nächster Versuch. Schön brav zielen, feuern und... Ach komm! Da nervt es doppelt, dass Mafia mit Speicherpunkten enorm spärlich umgeht. Hier sterbe ich kurz vorm Ende der Mission und darf alle 4 Quests dieser Mission nochmal von vorn abklappern. Oh. Ein weiterer Punkt in der Muss-echt-nicht-sein-Liste, Backtracking. Neudeutsch für, das Spiel schickt mich mehrfach unnötig zwischen 2 Punkten hin und her. Hier zum Beispiel soll ich mitten in der Nacht einen gegnerischen Rennwagen von der Rennstrecke zur hauseigenen Werkstatt kutschieren, um ihn dort sabotieren zu lassen. Knifflig genug, dass das Ding abgeht wie Schmidts Katze, sofort zum Übersteuern neigt und ich dem Ding keine Delle verpassen darf, siehe Schadensanzeige unten in der Mitte. Der Gipfel ist allerdings, dass ich mit dem Ding nicht nur einmal quer durch die Stadt heizen muss, sondern gleich 2-mal, nämlich auch wieder zurück zur Rennstrecke, nachdem unser Mechaniker dran rumgeschraubt hat. Meine Güte, das nervt, ist aber auch nur das Vorspiel zum eigentlichen Ärgernis des Spiels. Ihr wisst jetzt bestimmt alle, was nun kommt. Genau, das berühmt-berüchtigte Rennen. Berüchtigt deshalb, weil es als eines der frustrierendsten Spielelemente überhaupt in die Geschichte eingegangen ist. Warum? Illusion Softworks hatte offenbar beschlossen, die Fehlertoleranz auf -0 zu setzen. Jedweder noch so kleine Fauxpas hat zum vorzeitigen Aus und damit zum Neustart geführt. Beispielsweise einmal kurz unsanft die Curbs gestreift, schon verliert der Wagen die Bodenhaftung und ich das Rennen. Da hätten 2, vielleicht 3 Runden eigentlich gereicht, aber Mafia lässt mich volle 5 Runden fahren. Gott hab ich Schreie von mir gegeben, als mir in Runde 5 kurz vorm Schluss irgendein kleines Fehlerchen passiert ist. Deshalb schnell wieder auf all die positiven Dinge konzentrieren. Ach, was habe ich an Mafia für schöne Erinnerungen. Die Musik etwa, das schrullige 30er-Jahre-Gedudel, das in jedem Stadtviertel von Lost Heaven mit einer anderen Stilrichtung daherkommt. Unvergessen das da-dan-dan-dan-dan-da-dan, wenn ich die Giuliano Bridge nach Central Island rüberfahre.
ach ja, die teils herrlich chaotischen Szenen, wenn ich einen KI-gesteuerten Wagen verfolge, der gemäß des Missionsskripts unbedingt an einen bestimmten Ort fahren muss und deshalb vollkommen ohne jedwede Rücksicht auf Verluste durch den Stadtverkehr pflügt. Oder all die liebevollen Details, die die Entwickler in die Spielwelt gepackt haben. Hier etwa erlebe ich auf der vorhin erwähnten enorm nervigen Fahrt von A nach B nach A, wie sich ein Selbstmörder von der Giuliano Bridge stürzen will, umringt von jeder Menge Gaffern. Ehrlich gesagt habe ich aber nie darauf gewartet, ob er nun wirklich springt oder nicht. Mir saß der Counter nämlich immer zu sehr im Nacken. Fazit daher, es ist einfach verdammt schwer in Worte zu fassen, wie grandios Mafia ist, auch nach 12 Jahren noch. Diese Figuren, diese Geschichte, dieses Setting, all das hat mich damals enormst fasziniert und gefesselt. Und das tut es auch heute noch. So etwas kann man leider viel zu selten über ein Spiel im Allgemeinen oder ein Actionspiel im Speziellen sagen. Nach dem zwar guten, aber lange nicht so überragenden zweiten Teil, der 2010 erschienen ist und ebenfalls von Illusion Softworks kam, wünsche ich mir daher nichts sehnlicher als möglichst bald eine weitere Fortsetzung. Eine Fortsetzung, die dem Original Mafia möglichst nahe kommt oder es vielleicht sogar übertrifft. Das wäre ein Angebot, das ich garantiert nicht abschlagen könnte. Ganz einfach. Mafia ist ein verdammt geiles Spiel. Auch nach über 12 Jahren noch. Mehr braucht man über dieses Spiel gar nicht zu sagen. Und mehr kann man auch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Marlon Brando das damals tagelang mit diesen Tempos im Mund ausgehalten hat. Ekelhaft.